20 Millionen Privatkunden, 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden, Einlagen von 331 Milliarden Euro, 28.000 Mitarbeiter. Das ist die neue Deutsche Bahn Privat- und Firmenkundenbank AG, hervorgegangen aus der Fusion der Postbank mit der Privat- und Geschäftskundeneinheit der Deutschen Bank. Der Zusammenschluss ist nach Angaben der Deutschen Bank die größte Fusion zweiter Banken seit Gründung der gemeinsamen Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank. Die Eintragung ins Handelsregister hatte Deutsche Bank-Chef Christian Säffig bereits auf der Hauptversammlung am Donnerstag der vergangenen Woche, 24. April 2018, angekündigt. Wir haben damit ein wichtiges Etappenziel erreicht, sagte Bankchef Säffig. Mit dem weiteren Umbau werde man Kosten senken und Erträge steigern. Man wolle die Synergien bis 2022 schrittweise auf dann jährlich mindestens 900 Millionen Euro steigern. Bis es soweit ist, kostet das weitere Zusammengehen erstmal, knapp 2 Milliarden Euro sind für den Prozess eingeplant. Teuer ist vor allem die Zusammenlegung der IT-Systeme. Zudem soll die Postbank an ihrem bisherigen Standort in Bonn ein neues Hauptquartier bekommen, was bankintern nicht unumstritten ist. Die Bank wird weiterhin gemeinsam mit den jeweiligen Marken Deutsche Bank und Postbank auftreten. Die Kundschaft solle in ihrer angestammten Umgebung bleiben, heißt es in der Pressemitteilung. Unklarheit über Stellenabbau mit der neuen Bank bekennen wir uns zu unserem Heimatmarkt, sagte Postbank-Chef Frank Strauß, der im Vorstand der Deutschen Bank das Privat- und Firmenkundengeschäft verantwortet. Man wolle aus einer Position der Stärke, als klare Nummer 1 im deutschen Bankenmarkt, die digitale Transformation des Geschäfts vorantreiben. Dass für die neue Geschäftseinheit einige tausend Stellen nicht mehr gebraucht werden, schreibt die Deutsche Bank in ihrer Pressemitteilung nicht. In früheren Medienberichten war von bis zu 6000 Stellen die Rede. Das Handelsblatt berichtet in seiner heutigen Ausgabe, nach Abschluss der Integration der Postbank könnte es bei der Deutschen Bank auch in der Privatkundensparte bald Verhandlungen über einen Stellenabbau geben. Angedacht sei ein Stellenabbau von 10 bis 15%. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte diese Angaben nicht kommentieren. Eine lange Geschichte der Zusammenschluss beider Institute ist nicht der erste Versuch. Bereits 2004, als die Deutsche Bank die Postbank beim Börsengang begleitete, streckte man die Fühler aus. Später erwarb die Deutsche Bank zunächst knapp 30% der Postbank. 2012 gehörte ihr die Postbank schließlich ganz. Drei weitere Jahre später beschloss der Aufsichtsrat der Deutschen Bank, die Postbank wieder loszuwerden. Ende 2015 wurde die Postbank von der Börse genommen und sollte verkauft werden. Das aber wurde wegen eines ungünstigen Marktumfeldes immer weiter aufgeschoben. Im März 2017 beschloss die Deutsche Bank die vollständige Reintegration der Postbank. Der gesamte Prozess kostete die Deutsche Bank geschätzt 4 Milliarden Euro. Die Zusammenlegung des Geschäfts ist Teil eines größeren Umbaus des Deutsche Bank-Konzerns, mit dem Deutschlands größtes Geldhaus nach drei Verlustjahren in Folge wieder Tritt fassen will. Den Rotstift setzt der seit Mitte April amtierende Konzernchef Soing im Investmentbanking an. Unter anderem das Aktiengeschäft soll schrumpfen. Vergangene Woche hatte das Geldhaus angekündigt, die Zahl der Vollzeitstellen im Konzern von derzeit gut 97.000 auf deutlich unter 90.000 senken zu wollen. Der Stellenabbau hatte schon unter Soings Vorgänger John Kram begonnen.